Morgen, guten Tag, guten Abend, ganz egal, wo Sie uns gerade empfangen. Hier ist die Kurzwelle 6070 kHz in 49 Meter Band und Sie hören das Programm von Radio DARC. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you may be listening. This is Shortwave 6070 kHz in the 49 Meter Band and you are listening to Radio DARC. DARC. Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Wiederholungen erfolgen montags um 17 Uhr und 21 Uhr Lokalzeit ebenfalls auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 10 kW aus Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo liebe Funkamateure, liebe DXer und Kurzwellenfreunde, herzlich willkommen zu unserer neuen wöchentlichen Magazinsendung für Funkamateure und Kurzwellenhörer. Ich bin Colli Farrin und ich darf Sie wie immer durch die kommende Sendestunde führen. Das ist heute die Nummer 152 und sie wurde am 21. Januar 2018 veröffentlicht. Sie hören aktuelle Meldungen aus der Welt des Amateurfunks, das Funkwetter und die Antwort auf die Frage, was der Amateurfunk mit der 875-Jahr-Feier der Stadt Chemnitz zu tun hat. Wenn Sie nicht wissen, was ein Zeitzeichensender ist, bleiben Sie dran. Am Ende unserer Sendung wird es erklärt in Eva Marias Technikecke. Moderne Technik ist wirklich unglaublich faszinierend. Was vor kurzem noch unmachbar schien, ist heute Realität geworden. Digitaltechnik, Satellitenfunk, weltweite Vernetzung. Mehr als 2 Millionen Funkamateure auf der ganzen Welt haben an diesen Entwicklungen erheblichen Anteil genommen. Werden auch Sie Teil dieser weltumspannenden Gemeinschaft? Werden Sie Funkamateur oder Funkamateurin? Erleben auch Sie eines der spannendsten Hobbys überhaupt? Gespräche mit Astronauten, mit Forschern am Südpol, Funken über den Mond? Das alles ist tägliche Realität für uns Funkamateure. Kontaktieren Sie einen der bundesweit 1000 Ortsverbände des Deutschen Amateurradioclubs e.V. für mehr Informationen. Dann können auch Sie bald zu den Menschen gehören, die diese faszinierende Welt kennenlernen. Info unter darc@darc.de. Nochmal darc@darc.de. Wir sind auch in Facebook unter darc-ev zu finden. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein. Delta Alpha 0 Hotel Quebec ist Vize-Weltmeister 2017. Der amerikanische Amateurfunkverband ARRL hat die Ergebnisse der Weltmeisterschaft auf den Kurzwellenfrequenzen veröffentlicht. Das ist die IARU HF Championship. Das deutsche Team unter Delta Alpha 0 Hotel Quebec erreichte demzufolge über 18,5 Millionen Punkte und wurde damit Zweiter in der Weltwertung hinter dem spanischen Team Echo Foxtrot 4 Hotel Quebec mit 19,6 Millionen Punkten, die den Sieg einfuhren. Den dritten Platz erreichte das französische Team Tango Mike 0 Hotel Quebec mit 17,9 Millionen Punkten. Dank einer geringen Fehlerquote konnte Delta Alpha 0 Hotel Quebec noch an den französischen Funkfreunden vorbeiziehen, welche nach den eingereichten Ergebnissen zunächst auf Platz 2 lagen. Teamleiter Björn Bieske, Delta Lima 5, Alpha November Tango, dankte allen Mitstreitern sowie allen Funkamateuren weltweit, die das deutsche Team unterstützt und angerufen haben. Hier noch eine Erinnerung. Wer seine Low-Power- bzw. QRP-Meldung für den Sprint-Wettbewerb noch nicht eingetragen hat, sollte dies umgehend auf der Delta Alpha 0 Hotel Quebec-Webseite tun, sodass die Wertung finalisiert werden kann. WSPR-Funkbarke in der Antarktis im Testbetrieb.
Am 15. Januar 2018 in den Nachmittagsstunden wurde der Multibandempfänger der neuen WSPR-Funkbarke mit dem Rufzeichen Delta Papa 0 Golf Victor November auf der Neumayer 3 Forschungsstation des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in der Antarktis erstmals in Betrieb genommen. Die Installation ist noch im Testlauf und wird noch mehrere Wochen lang immer wieder für Wartungsarbeiten und Nachbesserungen an Antennentechnik und Software abgeschaltet werden, bevor sie in den geplanten mehrjährigen Regelbetrieb übergehen kann. Vor Ort befinden sich aktuell die drei Funkamateure Felix Ries, Delta Lima 5 X-Ray Lima, Matthias Marsch, Delta Hotel 5 Charlie Whiskey und Daniel Noll, Delta Lima 1 Sierra Uniform, welche die Montage vorgenommen haben. Die ersten Betriebsergebnisse haben alle Projektbeteiligten positiv überrascht. Bereits nach wenigen Stunden im Netz hat sich gezeigt, dass Delta Papa 0 Golf Victor November hunderte von WSPR-Spots aus aller Welt aufgenommen hat. Dies ist einem extrem störarmen Standort weit ab jeglicher menschlicher Zivilisation und Störquellen geschuldet. In Kürze wird auch ein Barkensender in Betrieb genommen werden. Wir werden Sie in den nächsten Sendungen hier auf Radio DARC auf dem Laufenden halten. RTA-Stellungnahme zum Vorhabenplan der Bundesnetzagentur für das Jahr 2018. Der runde Tisch Amateurfunk mit seinem Vorsitzenden Christian Enzfellner hat zum Vorhabenplan der Bundesnetzagentur eine Stellungnahme verschickt. Diese ist in einer aktuellen Vorstandsinformation veröffentlicht. Inhaltlich greift der RTA die drei Themen auf, und zwar Prüf- und Messdienst, Marktüberwachung und Normen. Für den Bereich des Prüf- und Messdienstes kritisiert der RTA, dass er im Vorhabenplan nicht erkennen könne, wie die Behörde bei den derzeit massiv zunehmenden Breitbandstörungen vorgehen will. Der RTA sieht hier dringenden Handlungsbedarf, zum Beispiel eine Festsetzung, die Datenübertragung auf ungeschirmten bzw. unsymmetrischen Kabeln verbietet. Für den Bereich der Marktüberwachung sieht der RTA Probleme bei der Überwachung nicht konformer Produkte, die den europäischen Markt erreichen bzw. direkt aus Asien an den Endkunden gesendet werden. Im Schreiben wird angeregt, dass die Bundesnetzagentur hier an wenigen exemplarischen Fällen mit großem Abschreckungscharakter einschneidende Bußgelder verhängt, damit das Gebaren solcher Inverkehrbringer möglichst schnell endet. Die Vorstandsinformation ist auf der DARC-Webseite abrufbar. Rund 5.200 Funkstörungen im Jahr 2017. Laut einer Pressemitteilung der Bundesnetzagentur hat der Prüf- und Messdienst der Behörde im Jahr 2017 in rund 5.200 Fällen Funkstörungen und elektromagnetische Unverträglichkeiten vor Ort ermittelt und beseitigt. Knapp 800 Störungen betrafen sicherheitsrelevante Bereiche wie den Flugfunk, den Funkverkehr von Rettungsdiensten, Feuerwehr und Polizei und den Bahnfunk. Der Prüf- und Messdienst leistete einen wichtigen Beitrag zum Verbraucherschutz und sorgt für eine effiziente und störungsfreie Nutzung des Frequenzspektrums, erklärte Jochen Hormann, Präsident der Bundesnetzagentur. Umso mehr freuen wir uns, dass die Verbraucher unser Angebot auch weiterhin kostenfrei nutzen können, wenn die Störung unverschuldet verursacht wurde. Der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur ist an 19 Standorten im gesamten Bundesgebiet vertreten. Funkamateure, die eine Störung melden wollen, können sich an die Störungsannahme der Bundesnetzagentur wenden. Dies ist rund um die Uhr unter der Rufnummer 04821 89 55 55 oder per E-Mail erreichbar. Bitte beachten Sie, bei der Absendung einer Störungsmeldung immer den DARC mit auf CC zu setzen. Ist der DARC eingebunden, kann er auch bei Bearbeitungsstillstand auf die Behörde einwirken oder bei schwerwiegenden Fällen, die die Interessen aller Funkamateure betreffen, eventuell mit einem Fachanwalt gerichtlich vorgehen. Auch wenn Geräte wegen ihrer mangelhaften elektromagnetischen Immunität in der Umgebung einer Amateurfunkstelle auffällig werden, sind diese Vorkommnisse der Geschäftsstelle zur Kenntnis zu geben. Nur eine komplette Übersicht aller gemeldeten elektromagnetischen Störungen und Unverträglichkeiten hilft uns bei der weiteren Lobbyarbeit. Weitere Informationen zu Funkstörungen sind auf der Webseite der Bundesnetzagentur veröffentlicht. Radiostation ROI startet Sendebetrieb. Vor wenigen Tagen startete die neue Radiostation Radio Oberlausitz International ihren Sendebetrieb.
Sie sendet als Besonderheit auch Programminhalte zum Amateurfunk, Notfunk und Seefunk. Mit Radio DARC wurde eine enge Kooperation vereinbart. Es werden Beiträge ausgetauscht. Umrahmt wird das Programm mit Musik von Sendern wie Radio Nordsee International. Der Sitz des Senders befindet sich in der Oberlausitzer Stadt Zittau und richtet sich auch an internationale Hörer. Der Inhaber, André Bräutigam, hat den Beruf des Rundfunksendetechnikers erlernt und danach auf diesem Fachgebiet studiert. Im weiteren Verlauf des Jahres werden die Ausstrahlungen von Radio Oberlausitz international auch auf 6070 kHz im 49-Meter-Band durch Kooperation mit Channel 292 in Ingolstadt und mit der ORS in Wien erweitert. Auch Sendeplätze außerhalb von Europa werden durch Zusammenarbeit mit internationalen Radiostationen aufgebaut. Zusätzlich zur analogen Aussendung auf Kurzwelle werden auch digitale Aussendungen auf 6070 kHz die Inhalte als Bildradio zugänglich machen. Empfangsberichte werden zeitnah mit einer ROI-Card analog zur QSL- bzw. EQSL-Karte bestätigt. Hörerbeiträge sind willkommen und werden bei Eignung gern gesendet. Das Programm ist jeden ersten Samstag im Monat von 20 bis 24 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz im 49-Meter-Band und täglich von 18 bis 24 Uhr über YouTube als Livestream zu empfangen. Das waren unsere heutigen aktuellen Meldungen aus der Welt des Amateurfunks. Zum Abschluss noch ein Hinweis auf Veranstaltungen. Am 10. und 11. März ist es wieder soweit. Da startet die erste Amateurfunk-Großveranstaltung des Jahres 2018. Der DARC-Distrikt Oberbayern lädt ganz herzlich zur Münchner Amateurfunktagung ein. Veranstaltungsort ist die Hochschule für angewandte Wissenschaften in München, Lothstraße 64. Die Öffnungszeiten sind an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr. Den mehreren tausend erwarteten Besuchern wird ein anspruchsvolles Vortragsprogramm in zwei Hörsälen geboten. Es geht um neueste SDR-Technik, Antennentechnik und Satellitenprojekte. Begleitend gibt es interessantes Rahmenprogramm, unter anderem eine US-Lizenzprüfung, Elektronikbasteln für Jugendliche, Messplätze und Händlerstände. Weitere Informationen unter der Webseite www.amateurfunktagung.de. Ich wiederhole, www.amateurfunktagung.de. So, das war's nun mit den aktuellen Amateurfunk-News. Amateurfunkartikel kauft man wo? Natürlich im DARC-Verlag. Sensationell günstige Preise von Mitgliedern für Mitglieder. Ausgewählte deutsch- und englischsprachige Fachliteratur, Amateurfunksoftware, Unterlagen für Jugendarbeit und Ausbildung, Experimentierkästen, das alles und noch viel mehr finden Sie im DARC-Verlag, Ihrem Fachhändler für Literatur- und Amateurfunkgeräte. Antennen, Antennentuner, Messgeräte, SDR-Transceiver, Netzteile, Morsetasten, Mikrofone, Ringkerne, der DARC-Verlag hat es. Ordern Sie ganz einfach online. Sie finden den DARC-Verlag im Internet unter www.darcverlag.de oder in Facebook unter DARC-Verlag. Kurzwellenpanorama. Interessantes für DXer und Kurzwellenhörer. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio DARC, in diesem Jahr feiert die sächsische Metropole Chemnitz, zu DDR-Zeiten auch verfälscht Karl-Marx-Stadt genannt, ihr 875-jähriges Bestehen. Was hat das mit dem Amateurfunk zu tun? Nun, durchaus einiges, wie unser nachfolgender Bericht zeigt. Unser Mitarbeiter Steffen, Delta Mike 6 Whiskey Alpha November aus eben jener Stadt, hat sich kürzlich mit der Projektleiterin für Chemnitzer Wirtschaftsentwicklung getroffen, um dieser Frage einmal nachzugehen. Chemnitz feiert 2018 ein Jubiläum. Vor 875 Jahren wurde der Stadt das Marktrecht verliehen und das wird mit zahlreichen Aktivitäten gefeiert. Im sogenannten Kulturkaufhaus Tietz trafen wir uns mit Frau Schaub, Projektleiterin der Chemnitzer Wirtschaftsentwicklung, die das Vorhaben koordiniert. Frau Schaub, warum ist das Projekt der Funkamateure für Sie besonders interessant? Ja, das Projekt der Funkamateure hat uns eigentlich begeistert, weil unser Konzept darin besteht, von Chemnitzern für Chemnitzer ein Jubiläum zu gestalten und dabei möglichst facettenreich Geschichte zu erzählen.
Und da ist das Projekt eigentlich sehr, sehr schön, weil das eine Hobby, aber eben auch eine Auseinandersetzung mit Technik und dadurch eben die Stadt auch eben in einer ganz neuen Perspektive repräsentiert und veranschaulicht, was hier so los ist. Sowohl damals, also immer schon, wer bei Amateurfunk an was Verstaubtes denkt, ist da, glaube ich, momentan nicht so richtig, denn das ist auch was ganz Aktives und ich denke auch was Zukunftsweisendes, beziehungsweise nicht nur ich, sondern die Programmkommission. Der Ortsverbandsvorsitzende des Sierra 54, Faiku Delta Mike 9 Tango Tango, unterzeichnete an diesem Tag eine Vereinbarung mit der Chemnitzer Wirtschaftsentwicklung, die das Vorhaben der Chemnitzer Funkamateure für das kommende Jahr speziell im Marketing unterstützt. Ich fragte ihn nach den vorgesehenen Aktivitäten. Also im ersten Halbjahr, da haben wir verschiedene Contest-Anliegen, also das bedeutet verschiedene Wettkämpfe auf nationaler bzw. auch internationaler Ebene und auf jeden Fall unser Burgenwochenende bzw. unseren Burgentag am 1. Mai, den wir jedes Jahr traditionell begehen. Das Ganze wieder vom Schloss Rabenstein, was auch eins der Wahrzeichen von Chemnitz ist. Ja, und des Weiteren hatten wir geplant, den Tag der offenen Tür an unserer Clubstation auf der Alt-Chemnitzer Straße zu veranstalten, wo Jung und Alt Betrieb und die Arbeit innerhalb einer Clubstation mal vorstellen möchten. Dann gibt es dieses Jahr noch einen 20. Jahrestag, also auch noch einen Grund zum Feiern. Das sind die Chemnitzer Linux-Tage. Und was ist da vorgesehen? Ja, da werden wir uns wie die letzten zwei Jahre ebenfalls betätigen mit Bastelständen für Erwachsene und für Kinder, also gleichermaßen geeignet mit einer Amateurfunkstation. Weil wir gerade beim Basteln sind, Hartmut, Delta Hotel 9, Kilo Fox Charlie, du hast ja dieses Jahr viele Stunden in deiner Freizeit mit der Jugend verbracht. Was waren so deine größten Projekte und was ist geplant? Ja, wir haben uns in Herbstferien beim Radiocampus des SAEK mit beteiligt. Unser Teil davon war, mit Jugendlichen einen Empfängerbausatz zu realisieren. Ja, Linux-Tage ist das Gleiche. Dort haben wir dann in großem Stil Basteltische aufgebaut und verschiedenster Art Bausätze. Dort treten auch Jugendliche mit in verschiedenen Altersgruppen an, sodass es dann einfache Sachen gibt und dann auch schon recht anspruchsvolle Bausätze, die dort realisiert werden. Und das ist im letzten Jahr sehr gut angekommen und wir hoffen, dass es genauso erfolgreich wird. Und die Hauptgeschichte, die wir also hier durchziehen wollen, das ist mit unserem Rufzeichen Delta Foxtrot 0, Charlie Hotel Echo und dem Sonder-DOK 875C. Und da, wie gesagt, werden wir am 1. Januar schon mit dem Neujahrskontest in die Luft gehen. Und Hintergrund für die Vereinbarung mit der CWE, also der Chemnitzer Wirtschaftsentwicklung, ist auch, dass wir also damit einen großen Stapel QSL-Karten drucken werden, die dann natürlich viele interessante Informationen zum Stadtjubiläum und zur ganzen Geschichte der Stadt Chemnitz haben wird. Frau Schaub, an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön für die große Unterstützung und auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, darauf freue ich mich auch sehr gerne. Ich freue mich einfach auf die ganzen Projekte, die dieses Jahr geplant sind und denke, dass das ein ganz schönes Jubiläum wird. Informationen zum Projekt findet man im Internet mit den Suchbegriffen Chemnitz 875 bzw. Delta Fox 0 Charlie Hotel Echo, also DF0CHE. Wir freuen uns auf viele Besuche und gemeinsame Aktivitäten. Kommen auch Sie dorthin, wo Funkamateure voll auf ihre Kosten kommen. Buchen Sie jetzt entspannte Funkferien bei DK0AVH auf den Höhen des Thüringer Waldes im 4-Sterne-Aktiv- und Vitalhotel Thüringen. Rund um Wohlfühlen in einem herrlichen Ambiente. Ob Wellness, Wandern oder Fliegen Sie zu den schönsten Punkten im Thüringer Wald. Und das Beste, auf Ihr Hobby müssen Sie im Urlaub nicht verzichten. Mit eigener Technik oder nutzen Sie doch einfach unsere Clubstation. Funken bei besten Bedingungen. Hoch über dem Thüringer Wald im 4-Sterne-Aktiv- und Vitalhotel Thüringen. Und obendrauf gibt's für DARC-Mitglieder 10% Rabatt auf die Übernachtung bei direkter Buchung im Hotel. Weitere Infos unter www.aktivhotel-thüringen.de. Erleben Sie es selbst. Wir freuen uns auf Sie. DX-Meldungen. Umfassend informiert bei Radio DARC. Liebe Funkamateure, die gesamte DX-Welt fiebert dem größten Funkereignis der letzten 20 Jahre entgegen. Das ist die Aktivierung der entlegenen Bouvet-Inseln in der Antarktis. Das 20-köpfige internationale Expeditionsteam hat mit seinem Schiff die Hafenstadt Punta Arenas in Südchile verlassen und befindet sich momentan auf der rund 10-tägigen Seereise zu diesem entlegenen Eiland.
Beauvais ist unbewohnt und nur mit extremem Aufwand erreichbar. Daher rangiert es auf Platz 2 der weltweiten Most Wanted Seltenheitsliste. Mit Aufbau und Betriebsaufnahme ist Ende dieser Woche zu rechnen und die Pile-Ups auf den Bändern werden gewaltig sein. Es könnte die größte Expedition aller Zeiten werden. Der zu brechende Weltrekord steht bei 213.022 Funkverbindungen und wurde von Tango 3, 2 Charlie im Jahr 2011 aufgestellt. Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten. Richten wir nun einen Blick auf andere interessante Aktivitäten, die derzeit aktiv sind. Da haben wir beispielsweise eine Aktivität aus Eko-Tango. Das ist das ostafrikanische Land Äthiopien. Dort ist momentan ein deutscher Amateur zu Besuch. Das ist Uli, Delta Lima 9, Whisky, Victor, Mike. Unter dem Rufzeichen Eko Tango 3 Alpha Alpha wurde er in den letzten Tagen vor allem in den Morgen- und Mittagsstunden beobachtet, wie er gigantische Pile-Ups in Morse abarbeitete. Aus Äthiopien gibt es ab und zu geringe Aktivitäten, dennoch ist das Land immer noch sehr gesucht. Wer Interesse hat, kann noch bis zum 29. Januar zwischen 30 Meter und 15 Meter nach Uli Ausschau halten. Eine spezielle Information haben wir für die Freunde des Satellitenfunks. Der Amerikaner Daniel, Kilo Delta 9 Hotel November Lima, arbeitet vom 15. bis 29. Januar von der Karibikinsel Montserrat aus, speziell über diverse Amateurfunksatelliten. Wer Interesse hat, kann die Orbiter Oscar 91, Oscar 50, Oscar 86 und eventuell Oscar 92 bei Karibikdurchgängen in der Betriebsart FM beobachten. Daniel verwendet lediglich eine Kenwood Handfunke mit 5 Watt Ausgangsleistung und eine handgesteuerte 2 Meter bzw. 70 Zentimeter Antenne, die er im Flugreisegepäck hat. Dies sollte aber dennoch problemlos ausreichen, über Amateurfunksatelliten Verbindungen aufzubauen. DARC Radio, your favorite station. Wettervorhersage, Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage. Liebe DX-Jäger, Sie wollen wissen, wie Ende der Woche die Chancen stehen, um die große DX-Expedition auf die Beauvais-Inseln zu erreichen? Dann brauchen Sie jetzt die aktuelle Funkwettervorhersage und die kommt wie immer von Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike Delta Whisky vom HF-Referat des DARC. Christian, was macht unser Zentralgestirn momentan so? Es schiebt eine richtig ruhige Kugel, Conny. Der solare Flux steht weiterhin wie festgenagelt bei 70 Einheiten. Eine aktive Region ist sichtbar, die sich am Dienstag gebildet hat. Sie hat inzwischen auch ein paar Flares erzeugt, aber das ist noch zu schwach, um sich auf die Sonnenaktivität spürbar auszuwirken. Das koronale Loch vom letzten Wochenende hat mehr Bohai veranstaltet als gedacht. Knapp 48 Stunden lang, von Samstag bis Montagabend, war das Erdmagnetfeld unruhig. Richtig stürmisch wurde es zwar nicht, aber gemerkt hat man es natürlich schon, zumal es recht kontinuierlich und ohne große Unterbrechungen gewackelt hat. Die Grenzfrequenzen zeigen eine leicht rückläufige Tendenz. 20 Meter ist nicht das wirklich grandiose DX-Band. 30 und 40 Meter machen deutlich mehr her, vor allem in den Abendstunden. 40 Meter ist weiterhin fast die ganze Nacht offen, bis auf eine kurze Auszeit unmittelbar vor Sonnenaufgang. Das nächste koronale Loch tobt sich seit Freitag im Erdmagnetfeld aus, genauer gesagt der von ihm ausgehende schnelle Sonnenwind. Irgendwie scheint sich die Sonne momentan auf die Wochenenden eingeschossen zu haben. Jedenfalls, dieses koronale Loch ist größer und begleitet uns daher etwas länger. Heute sollte es langsam abzuflauen beginnen. Nicht lange allerdings. Im Bereich Dienstag und Mittwoch wird es nochmal eine kurze Episode geben, aber dann ist Ruhe. Und so wie es aussieht, über das nächste Wochenende hinaus. Von der Sonnenaktivität ist nicht viel zu erwarten. Noch ist der Einfluss der zunehmenden Tageslänge gering. Auf der Nordhalbkugel haben wir also tagsüber nur wenig Dämpfung. Viel Veränderung wird es allerdings nicht geben. Alles über 20 Meter ist vornehmlich für Pfade nach Süden interessant. 20 Meter selber ist mal so und darunter wird es dann aber interessant in Sachen DX. Gerade 30 Meter zeigt derzeit mal wieder, welche Qualität die Frequenzen um 10 MHz herum haben. Wie gehört, soll es Ende der Woche also endlich soweit sein. 3 Yankee 0 Zulu auf Bouvet Island geht in die Luft. Das 49 Quadratkilometer große, unbewohnte Eiland auf halbem Weg zwischen Südafrika und der Antarktis ist von Delta Lima knapp 12.000 Kilometer entfernt. Zur deutschen Georg von Neumayer Forschungsstation in der Antarktis sind es nur noch 1.700 Kilometer mehr.
Das ist von Mitteleuropa aus fast genau im Süden und das macht es uns hier einfacher als den anderen Stationen auf der Nordhalbkugel. Die DX-Grundregel sagt, dass das höchste nutzbare Band üblicherweise das beste ist, denn Dämpfung und Grundrauschen nehmen zu höheren Frequenzen hin ab. Nachdem dort unten Sommer ist, der Tag also länger ist als bei uns, ist die gesamte Strecke im Tageslicht, wenn bei uns Tag ist. Daher bieten 20, 17 oder noch besser 15 Meter die besten Chancen und das vor allem zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag. Und 15 Meter wird nach Süden durchaus immer mal wieder öffnen. Die Zeit, wo der gesamte Weg im Dunkeln ist, ist recht kurz, denn auf Bouvet sinkt die Sonne im Moment nicht mehr als 15 Winkelgrade unter den Horizont. Am weitesten steht das Fenster gegen Mitternacht UTC offen, mit 30 und 40 Meter in der besten Position. Je ruhiger die Magnetik, desto besser klappt es auch auf den Lowbands und dafür stehen die Chancen wirklich nicht schlecht. Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt. Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. In den beiden vergangenen Sendungen war der Schwerpunkt unserer Technikecke die Zeitmessung und die Zeitverbreitung. Damit ist das Thema aber lange noch nicht erschöpft, wie viele einschlägige Reaktionen unserer Hörerinnen und Hörer per E-Mail zeigen. Naja, das alles zeigt, dass die Zeitmessung und die davon abgeleitete Frequenzmessung halt doch ein sehr wichtiges Thema ist, nicht nur im Alltag, auch für uns Techniker. Wie die Zeit gemessen wird und wie sich das historisch über mechanische Uhren hin zur Atomzeit entwickelt hat, das war Gegenstand unserer letzten beiden Sendungen. Daher habe ich mir gedacht, sollten wir heute mal speziell die Zeitzeichensender beleuchten. Zeitzeichensender, was ist das? Jedem bekannt ist der DCF-77-Sender in Mainflingen bei Frankfurt, der seit den 70er Jahren mit 50 Kilowatt Leistung Funkuhren in ganz Europa steuern kann. Es gab und gibt aber noch viele weitere Methoden, die amtliche Zeit per Funk verbreiten. Teilweise sind diese heute aber gar nicht mehr bekannt. Da wären zunächst die sogenannten Normalfrequenzen zu nennen. Das sollte nicht etwa heißen, dass Frequenzen etwas ganz Normales sind. Nein, hiermit sind bestimmte Sender gemeint, die eine hochpräzise Referenzfrequenz aussenden. Einmal sind das diverse Rundfunksender, deren Trägerfrequenz mit einer Atomuhr gekoppelt ist und somit als hochgenaue Referenz dienen kann. Beispiele hierfür sind einige Mittel- und Langwellensender wie France Inter Alouis auf 162 kHz, BBC Radio 4 auf 198 kHz, Rundfunksender Polski Radio 1 aus Solek-Kujawski auf 225 kHz, und Rai Uno aus Mailand, letzterer auf 900 kHz. Bis vor ein paar Jahren war hier auch noch der Langwellensender des Deutschlandfunks auf 153 kHz zu nennen. Dieser wurde aber leider wie alle anderen Verbreitungsformen Ende des Jahres 2015 in das Museum geschickt. Eine interessante Posse betrifft den französischen Sender auf 162 kHz. Auch in unserem Nachbarland hat man die Lang- und Mittelwellen mittlerweile in die Geschichtsbücher verbannt. Da aber die Referenzfrequenz des Senders Alouis nach wie vor für viele technische Anwendungen gebraucht wird, ist dort seit mehr als einem Jahr nur noch ein Geisterträger ohne Modulation zu hören. Naja, man könnte auch bei gleichem Aufwand nach wie vor Modulation draufgeben. Es würde auch nicht mehr kosten, aber so eigenartig sind manchmal die Denkweisen der Entscheidungsträger, die sind ganz oft Juristen und haben vom Kern der Technik nicht viel Ahnung. Was vielen sicher nicht bekannt ist, ist die Tatsache, dass auch beim früheren analogen Fernsehen das ZDF ein Frequenznormal mit einbaute, und zwar im sogenannten F-Bass-Signal. Das ist die Abkürzung für Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal. Jedes zu übertragende Einzelbild musste zeitlich synchronisiert werden, denn eine Zeile zu übertragen dauerte genau 64 Mikrosekunden. Diese Synchronfolge wurde ebenfalls mit einer Atomuhr synchronisiert und war damit hochpräzise und konnte als Referenz für andere Anwendungen wie Frequenzzähler oder Uhren Verwendung finden. In Fachkreisen etwas besser bekannt ist, dass auch auf Kurzwelle diverse Normalfrequenzsender arbeiten, so auf 2500, 5000, 10.000, 15.000 und 20.000 kHz. Der Standort dieser Sender ist Fort Collins im US-Bundesstaat Colorado, etwa 100 Kilometer nördlich von Denver. Die haben das Rufzeichen WWV.
Der Betreiber ist das amerikanische National Institute of Standards and Technology, ein Pendant zur Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig hierzulande. Interessant ist die Sender- und Antennentechnik dieser WWV-Sender. Wenn man die Webseite des Betreibers einmal zu Rate zieht, dann sieht man, dass die drei mittleren Frequenzen jeweils mit 10 Kilowatt ausgesendet werden. Die unterste und die oberste mit 2500 Watt. Als Antennen kommen rundstrahlende, vertikal polarisierte Groundplanes voller Länge zum Einsatz, die gegen 9 abgeschirmte Gegengewichte im 45-Grad-Winkel erregt werden. Auch ist der Mittelpunkt jeder dieser Groundplane-Antennen exakt eine halbe Wellenlänge hoch montiert, womit das Abstrahldiagramm aller 5 Frequenzen exakt vergleichbar wird. Primärer Sinn und Zweck dieser WWV-Sender ist die Verbreitung der offiziellen amtlichen Uhrzeit in den USA und natürlich auch eine höchst genaue Referenzfrequenz zur Verfügung zu stellen. Außerdem werden jede Stunde zu definierten Zeitpunkten Wetterwarnungen für die Seeschifffahrt, der Status des GPS-Systems sowie geophysikalische Warnungen zur Funkausbreitung verbreitet. Daher können auch hier Warnungen vor Magnetstürmen und Ähnlichem gehört werden. Die amerikanischen Zeitzeichensender sind daher auch nicht ganz unwichtig für die Funkwettervorhersage. Je nach Ausbreitungsbedingungen können sie weltweit empfangen werden. Gerade in den frühen Morgenstunden kann man oft die 5000 oder 10.000 kHz mit gutem Signal in Europa hören. Die beiden oberen Frequenzen kommen meist am späten Nachmittag durch. Und da sich alle 5 Sender am selben Standort mit den identischen Antennen befinden, kann man mit ihnen auch sehr gut Bandöffnungen erkennen und Vergleiche der besten Frequenz für einen Funkpfad in den Mittelwesten der USA anstellen. Mit im Bunde aus den USA ist noch ein Langwellensender auf 60 kHz. Er hat das Rufzeichen WWVB und entspricht funktionell in etwa unserem DCF-77. Auch auf der Pazifikinsel Hawaii gibt es einige Zeitzeichensender mit dem Rufzeichen WWVH, so auf 2500, 5000, 10.000 und 15.000 kHz. Damit man sie von denen in Colorado unterscheiden kann, verwendet Hawaii eine weibliche Ansage und Colorado eine männliche. Zur Ausstrahlung wird übrigens ein spezieller Timecode verwendet. Dieser nennt sich IRIG und stammt wie so vieles ursprünglich aus dem militärischen Bereich. Es gibt genau einen Impuls pro Sekunde. Wir haben auch mal einen Mitschnitt, wie sich das Zeitsignal von WWV anhört. Gut erkennbar ist das Minutensignal am Anfang und die 30-Sekunden-Marke etwas später, zu der kein Klick ausgestrahlt wird. Und so hört es sich an. Zeitzeichensender gibt es gut 2 Dutzend auf der Welt. Historisch interessant war ein früherer, oft verwendeter Zeitzeichensender der DDR in Nauen bei Berlin. Er sendete auf Kurzwelle 4525 kHz mit dem Rufzeichen DIZ und ab 1980 unter Y3S. Nach den ersten Zeitzeichenaussendungen, die bereits in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zurückreichten, sendete die DIZ seit 1935 auf dieser Frequenz mit 5 Kilowatt Sekundenpunkte. Die Minutenkennung war ein langer Strich, jeweils zur Sekunde 0. Das Zeitzeichen wurde vom Geodätischen Institut Potsdam gesteuert. Nach dem Ende der DDR wurde das Zeitzeichen zeitgleich mit dem Ausbau des DCF-77-Senders bei Frankfurt-Main abgeschaltet. Weitere erwähnenswerte Zeitzeichensender sind wie folgt zu nennen: MSF in Großbritannien, Beta in Russland, BPC und BPM in China, JJY in Japan, CHU in Kanada, YVTU in Caracas, Venezuela.
Sie arbeiten alle überwiegend im Längstwellenbereich unter 100 kHz. Und es würde den Rahmen dieser Sendung bei weitem sprengen, jeden einzelnen aufzuführen. Vielen Dank für das Interesse, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. 7388 und euch allen eine gute Zeit. Eva Maria, Delta Golf 9, Mike Fox Golf. DARC Radio. Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW aus Wien. Wiederholungen erfolgen montags um 17 und 21 Uhr Lokalzeit ebenso auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 10 kW aus Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Wir wären sehr an technischen Details wie der Feldstärke und der Empfangsqualität interessiert. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal, radio@darc.de. Bitte geben Sie, sofern vorhanden, Ihr Rufzeichen an, damit der Versand über die QSL-Vermittlung des Clubs erfolgen kann. Auch Kurzwellenhörer können gerne eine Karte zur Bestätigung dieser Sendung anfordern. Wir bitten in diesem Fall jedoch um Angabe Ihrer Postanschrift. Wenn Sie bei unserer nächsten Sendung mitmachen wollen, gerne. Haben Sie Beiträge, Berichte oder Technikinformationen? Wenn ja, wir können Input per Text oder auch bereits gesprochene Teile gerne mit in unsere Programme aufnehmen. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC-EV. Auf Wiederhören, Moin, Tschüss, Servus und 73 GutDX. Bis zum nächsten Mal.